Hallo und guten Morgen zum neuen Handelsmonat Februar. Heute ist Donnerstag, der 1.2. Das ist der Marktüberblick von tradingportal.net. Und wir schauen direkt zum Monatschart, denn die Monatskerze Januar ist nun fertig ausgebildet. Hier sehen wir die Januarkerze. Auffällig, ein doch recht langer Docht. Wir haben uns vom Allzeithoch wieder deutlich abgesetzt. Ausbruch ist nicht geglückt. Ein hoher Schluss wäre ein schönes Kaufsignal Richtung 14.000 gewesen. Dieses Signal haben wir nicht. Wir haben einen langen Docht, das zur Vorsicht mahnt. Es ist nicht gleich, dass wir eine Short-Attacke einsetzen muss, aber Vorsicht ist ja angebracht, weil selten erfolgt direkt nach einer solchen Kerzenformation ein weiterer Hochpunkt. Häufiger hingegen ein weiterer Tiefpunkt, der nicht sehr tief weit nach unten ausfallen muss. Da kann hier ein Retracement natürlich schon enden. Aber deshalb nur gesagt, diese Kerze mahnt zur Vorsicht. Es ist nicht mehr alles so bullisch, wie es scheint. Schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Dieses Chartbild habe ich ja gestern gezeigt. Das ist der DAX-Tage-Chart, der unsere wöchentliche Entscheidungszone hier darstellt. 135 bis 175. Diese Zone wurde getestet und hält bisher. Heute die erste Indikation. 200, knapp 250. Schaut erstmal gut aus, dass ein Absetzen hier erfolgen könnte. Die Supportzone ist durchaus wichtig. Falls die bricht, kann ein weiterer Fall über mehrere hundert Punkte erfolgen. Selten bricht eine solche Supportzone direkt. Da muss schon ein deutlicher Impuls einsetzen. Oder per Tagesschluss dann per Gap in den neuen Tag erfolgen. Danach schaut es ja heute nicht aus. Daher kein direkter Durchbruch. Erstmal ein Abpraller, der jetzt durchaus auch ausgeprägt sein kann in Richtung 420, 450. Das heißt aber nicht gleich, dass das Allzeithoch da wieder offen ist. In dieser Zone kann bekannter DAX-Preis wieder absagen und nach unten wegdrehen, und dann hätten wir hier zum Beispiel eine mögliche SKS-Formation. Ne? Schulter, Kopf, Schulter-Formation. Soweit sind wir noch nicht, aber diese Zone wird schwierig für den DAX. Hier kann wieder ein Abpraller erfolgen, wenn denn heute die Erholung einsetzt. Das ist noch nicht so ganz sicher. Gut, soweit dazu in diesem Chartbild der wichtigen Entscheidungszone. Schauen wir weiter zum DAX Future, Debut Future. Hier ist nur der erste Tageskerze schon ausgebildet. Vom heutigen Tag ganz klein, aber auf alle Fälle oberhalb der Supportzone. Diese Zone hier, GD100 und fallende Trendlinie, hatte ich euch am Montag bereits gezeigt, dass diese hier mein unteres Wochenziel darstellt, wurde nun angelaufen. Zweimal konnte diese Zone halten, ohne direkt zu durchbrechen. Droht eben erstmal eine, droht in Anführungsstrichen, ist einfach eine Gegenbewegung einzuplanen, die heute vielleicht einsetzt. Noch hält die Tageskerze sich unterhalb der Vortageskerze. Hier muss er noch drüber. Was war der Hochpunkt hier? Ist knapp 270, genau 270, 275, bildet auch den ersten Widerstand. Von dort ist ein Anlauf des mittleren Bollinger-Bands bei 220 durchaus wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar. Darüber wird die 250 folgen. 350, Entschuldigung, die 400, 420, 450. Ja. Erste Tagesrange würde ich hier sehen, bis zum mittleren Bollinger Band. Und hier der GD38 bei 215, 215, 320, erste Tagesrange. Darunter geht es wieder Richtung 175, 150. Viel tiefer darf er nicht fallen heute. Falls er tiefer fällt, sind die Aufstiegschancen gleich wieder verbaut. Ja, damit bleibt es sehr schwer. Das Fahrwasser, da droht weiterhin der direkte Rutsch. Am besten bleibt der DAX heute gleich oberhalb der 200 und bewegt sich in Richtung zum mittleren Bollinger Band. Vielleicht überschreitet er es heute sogar, wenn der Impuls passt. Schauen wir weiter in den Zetra-DAX. Ohne Kerze. Die wird aus 9 Uhr ausgebildet. Aber hier sehen wir auch sehr deutlich, dass Support schon angelaufen worden ist und hält. 175 einen ersten Support, das Retracement stellt hier einen ersten Support dar, ebenso die 210 und dann die Aufwärtsbewegung über die 275. Mittlere Bollinger Band verläuft ganz ähnlich, wird auch bei 220 ungefähr heute verlaufen und dann die weitere Erholung. Man darf hier halt nicht drunter fallen, ne? Also unter 150 wäre schon schwierig. 175 sollte am besten ausschalten, bullischen Fall. Chancen auf eine Gegenbewegung, aber das muss ich heute erst noch zeigen. Aktuell um 250, schaut gut aus, aber das Vortageshoch muss erst überboten, ja, über 275. Dann hält die Sache auf Richtung mittleres Bollinger Band. Der 60-Minuten-Chart, den hatte ich ja gestern auch gezeigt. Der Stunden-Chart, ich zoome mal ein bisschen ran. Hier sehen wir schon, dass der Future leicht ausgebrochen ist aus dem Keil. Ne? Diese Keilformation, der fallende Keil,
Ist eine bullische Formation, wird sehr gerne bullisch aufgelöst und hätte dann Kraft über 400 zu steigen. Mal gucken, ob er auch diese Chance auch nutzt. Jetzt steht er drüber. Er muss hier schon. Er muss über 200. Ja gut, das ist natürlich fallen. 210 hatte ich heute schon erwähnt. 215 läuft hier das mittlere Bollinger Band ein Stundenstart. Diese Zone wäre schon im bullischen Fall zu verteidigen, ne? Wenn er hier direkt nach oben weiter marschieren möchte. Ein Zurücktauchen in den Kai sollte stets vermieden werden. Ansonsten ist hier ein Fehlausbruchsignal möglich und dass man dann doch nach unten wegrutscht und hier einfach schlicht und ergreifend eine Bullenfalle heute bloß gesehen haben mit diesem Ausbruch. Hier muss mehr Dynamik rein, kann aber noch erfolgen. Mit Cetra Start um 9 Uhr. Heute versuchte es zumindest schon. Ne? Der Ausbruch erfolgt hier aus dem fallenden Keil. Und dann könnte diese Bewegung hier einsetzen. Über die 350. 275 dazwischen. 350. Und dann kann man in den Folgetage auch in Richtung 420, 450 steigen. Wo es dann wieder schwierig wird. Ne? Wo ein Rücksetzer wahrscheinlich wird. Wichtig wäre erstmal diesen Ausbruch zu bestätigen, ne? Im regulären Handel. Der Future deutet es an. Noch ist es nicht im regulären Handel nicht bestätigt. Es besteht auch die Gefahr einer Bullenfalle und dass man unten durchrutscht. Wichtig war wirklich, dass die 210 hier verteidigt wird. Wenn wir da runterrutschen, Vorsicht, 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 dann könnten wir wieder ins schwieriges Fahrwasser kommen. Ansonsten von der 210 Aufstiegschancen Richtung mittleres Bollinger Band. Gut, das soll es soweit gewesen sein für den Februar, Januar, Kerze. Etwas, man hat etwas so Vorsicht für den Februar, was man da kein Beinbruch sein muss. Im kurzfristigen Chartbild hält er unser wichtiger Wochensupport bisher. Im ganz kleinen Chartbild mit dem fallenden Kai deutet sich ein Ausbruch an mit einer Erholungsbewegung in den nächsten 2 Tagen. Und ja, der Preis muss zurückbrechen, gibt es natürlich alle weiteren Infos und neue Kursziele eben bei uns im Live-Trading-Chat auf tradingportal.net. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen gelungenen Handelstag und wir sehen uns und hören uns morgen nochmal. Auf Wiederhören. Tschüss.